Ja, also, ich freue mich, weil diese Bude hat geklappt und jetzt haben wir dieses Schmuckstück hier gefunden und ich bin außer mir vor Freude. Ich freue mich so, dass wir das hier gefunden haben, dass ich doch glatt dieses Kreuz hier umdrehe. Ne? Jetzt brennt es nicht mehr. Jetzt hast du das Kreuz am Kopf. Jetzt warte, sind wir gekreuzigt. Moment. Gekreuzigt, heil, ja. Oh, ich freue mich und alle freuen sich auch und der Olli auch. Ich würde einmal sagen, dass das ein Lost Place der Extraklasse ist. Natürlicher Verfall. Die komplette Einrichtung ist vorhanden. In diesem Video erzähle ich euch wieder eine Geschichte. Diese könnte sich so in diesem Haus zugetragen haben. In einem kleinen Dorf, umgeben von grünen Feldern und sanften Hügeln, lebte ein Mann namens Johann mit seinen zwei Kindern, Anna und Max. Ihr Zuhause war ein gemütliches Haus mit einem Wohnzimmer und einem Esszimmer im Erdgeschoss. Eine Küche, einem Schlafzimmer und einem Kinderzimmer im ersten Stock. Jeden Tag spielte Johann seinen Kindern Liedern auf der Trompete vor. Manchmal weckte er sie am Morgen mit einer fröhlichen Melodie, bevor sie zur Schule gingen. Und manchmal spielte er ihnen am Abend ein beruhigendes Lied vor, bevor sie ins Bett gingen. Diese Musik erfüllte das ganze Haus mit Wärme und Freude. Johann arbeitete als Verkäufer in einer Autofirma in einer nahegelegenen Stadt. Seit dem Tod seiner Frau vor einigen Jahren zog er seine Kinder alleine groß. Trotz der Herausforderung war er ein liebevoller und fürsorglicher Vater. An manchen Abenden saß er in seinem grünen Sessel und rauchte eine Zigarette, während er ein Buch las. Die Trompete lag stets neben ihm. Die Kinder schliefen friedlich in ihren Betten, während Johann in seinen Gedanken versank. Eines schicksalhaften Abends schlief Johann im Sessel ein. Die brennende Zigarette fiel auf den Boden. Das Buch entzündete sich und schnell stand der Raum in Flammen. Johann überlebte leider diesen Brand nicht. Er verstarb an einer Rauchgasvergiftung. Die Kinder wurden von den Nachbarn gerettet. Seit diesem Tag steht das Haus leer und die Kinder wurden in einem nahegelegenen Kinderheim untergebracht. Wo sie heute leben, ist unbekannt. Das Haus ist verlassen und alle persönlichen Gegenstände sind zurückgeblieben. Es ist ein stiller Zeuge der Vergangenheit, ein Ort, an dem die Zeit bis heute stehen geblieben ist und die Erinnerungen an eine glückliche Familie weiterleben. Die Trompete liegt bis heute auf dem Bett. Die Schuhe vom Vater stehen vor dem Bett. Spielsachen der Kinder, Murmeln, Kreisel, der alte Kinderwagen, alles befindet sich auf dem Dachboden. Es ist schon traurig, wenn man das so sieht. Aber manchmal trifft das Schicksal im Leben unverhofft zu. Es ist immer wieder verwunderlich, dass solche Orte immer wieder
sich selbst überlassen werden. Was mich immer nachdenklich macht, ist, diese ganzen persönlichen Gegenstände, es muss doch irgendwelche Erben geben, Kinder geben, irgendwer muss sich doch darum kümmern, oder es muss doch irgendwelche Menschen geben, die vielleicht Lust haben, diese Gegenstände als Erinnerung an sich zu nehmen. Ich weiß es manchmal nicht, warum das einfach alles so verrottet. Normalerweise mag ich Dachböden nicht, aber ich sag euch eins, was man hier findet, verschlägt mir echt die Sprache. Alleine dieser Kinderwagen, der ist bestimmt 200 Jahre alt. Auf diesem Speicher findet man Schätze aus dem letzten Jahrhundert, Kinderspielzeug aus dem letzten Jahrhundert, diesen kleinen Kreisel. Den habe ich als kleiner Bub auch gehabt. Und was hier alles noch so rumliegt, ich zeige euch gleich jetzt mal ein kleines Schachspiel, eine Kiste voller mit Murmeln. Also es ist echt Wahnsinn, was man hier oben alles so findet. Eine Kiste voller Murmeln, eine alte Blechdose voller Murmeln. Guckt euch das mal an, altes Kinderspielzeug. Wirklich aus den vergangenen Jahrhunderten. Mir verschlägt es die Sprache, was man hier oben findet. Es ist einfach unfassbar. Ich wollte aber jetzt nicht weiter hier rüber gehen, weil ich glaube, hier ist es sehr gefährlich und hier könnte man wirklich durch die Decke stürzen. Hier ist der Trompeter. Hallo! Ich filme über die Glatze des Trompeters. Und jetzt steck sie in den Mund. Steck sie in den Mund. Zeig, was du kannst. Der Hahn kräht in dieser Hütte. Die ganze Zeit geht's kikeriki, kikeriki, kikeriki. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Aber was ich glaube, hier liegen Medikamente. Also wir nehmen wirklich sehr stark an, dass diese Leute, die hier gewohnt haben, auf jeden Fall in diesem Haus, die sind hier nicht mehr lebend rausgegangen, weil überall an dem Bett liegen Medikamente. In dem anderen Bett ist eine Riesenkuhle drin. Da ist bestimmt, ja, da hat ein Mensch bestimmt sein Leben verloren. Es ist einfach Wahnsinn. Also diese Hütte ist Wahnsinn. Das hat sich wirklich, wirklich gelohnt, hier einmal hineinzugehen. Liebe Leute, guckt euch dieses Bett an. Es riecht. Also ich habe ja schon oft Verwesung gerochen, aber hier hat ein Mensch gelegen und dieser Mensch hat sehr, sehr lange in diesem Bett gelegen. Definitiv ist er hier nicht mehr aufgewacht, das heißt, er hat in diesem Bett das letzte Mal geatmet, der hat die letzten Stunden seines Lebens in diesem Bett verbracht, in diesem Strohbett, ja. Ganz komische Atmosphäre, wenn man überlegt, in diesem Raum ist ein Mensch nicht mehr aufgewacht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ich stehe hier am Fenster und die quatschen hier direkt im Nebengarten. Wir sind in unmittelbarer Nähe der Nachbarn, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber es ist uns jetzt echt egal, weil wir wollen diese Bude filmen und wir wollen diese Bude haben und wir sind so lange für diese Bude gefahren und mir ist es echt egal. Ja. Möchtest du vielleicht einen Tee oder soll ich eine Erbsensuppe kochen? Mal ein bisschen Hunger auf eine Bohnensuppe. Aber ist das schön sauer hier, ne? Ist viel besser für die Flatulenzen. Ich muss bald kotzen, wenn ich das sehe. Ihr müsst euch das vorstellen, hier drunter ist der Keller. Da bin ich hochgegangen. Und bei einem Gewicht von fast 100 Kilo über diese Treppe ist das nicht lustig, wenn man einkracht. Also macht dieses nicht nach, weil das ist wirklich
gefährlich und das sollte man eigentlich nicht machen. Ja, Leute, seht das, unmittelbare Nachbarschaft. Und das ist das Haus. Das ist der Innenhof. Und da hinten, ganz da hinten, seht ihr das? Da steht der Olli. Ganz da hinten steht der Olli und winkt. Und dann kommt der Mike. Und dann ist der Markus auch noch dabei. Seht ihr das? Die kommen alle. Da ist der Olli, der versteckt sich, damit die Nachbarn nicht sehen. Der Mike, dem ist alles egal. Und hier irgendwo, hier ist der Markus. Wo ist der denn? Da, da ist der Markus. Auf der anderen Seite kommt das nächste Video. Hier könnt ihr mich abonnieren und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es war geil.